Nachdem die Corona-Verordnung fortgeschrieben wurde, hat auch der Landkreis Reutlingen bekannt gegeben, wie sich die aktuelle Situation vor Ort auswirkt. Die Inzidenzzahlen sind im Landkreis Reutlingen seit Anfang März deutlich gestiegen. Bereits zum 19. März wurde die sogenannte Notbremse gezogen. Die Lockerungen, wie etwa die Möglichkeit des Click-and-Meet-Verfahrens, wieder zurückgenommen haben. Die gute Nachricht, es kommen im Landkreis Reutlingen, zumindest im Moment, keine weiteren Maßnahmen dazu. Wir werden keine Ausgangsbeschränkung jetzt im Wege einer Allgemeinverfügung festlegen, weil zum einen der weitere Anstieg der 7-Tage-Inzidenz hat sich deutlich abgeflacht. Das Zweite ist, unsere Kreiskliniken berichten uns, dass sie, was die Intensivmedizin angeht, nicht überlastet sind. Also dort bestehen noch Kapazitäten. Das dritte Argument ist, wir befinden uns unter dem Landesdurchschnitt, was die 7-Tage-Inzidenz angeht. Wir haben derzeit 120,9. Das ist sehr hoch, aber wir sind unter dem Landesdurchschnitt. Trotzdem können einzelne Maßnahmen ergriffen werden, beispielsweise in Gebieten, die zu Hotspots werden könnten. Eine solche Maßnahme wird bereits umgesetzt am Uracher Wasserfall. Denn bei schönem Wetter drängt es die Menschen verstärkt nach draußen. Ich bin da nicht sehr glücklich drüber, wenn Sie sich alle auf die touristischen Hotspots, Highlights konzentrieren. Die Schwäbische Alb ist so schön. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu entspannen, Natur zu genießen. Es müssen doch nicht immer dieselben Stellen sein. Und deshalb meine dringende Bitte, schauen Sie sich an, wo können Sie hingehen. Auch das Treffen von Jugendlichen auf diversen Parkplätzen beobachtet der Landrat mit Sorge. Nur wenn sich alle an die aktuellen Maßnahmen halten würden, müsse man nicht durch weitere Beschränkungen eingreifen. Feuerwehrkommandant Harald Herrmann berichtet außerdem, dass der Reutlinger Schnelltestbus, der vergangene Woche an den Start gegangen ist, bei der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde. Der Bus bietet in allen Reutlinger Stadtteilen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Wenn es um das Thema Testen geht, liegt ihm allerdings eine Sache besonders am Herzen. Ich möchte doch an der Stelle darauf hinweisen, dass in die Schnellteststellen nur Menschen kommen sollen, die keine Symptome haben. Also Menschen, die Symptome haben, die sich krank fühlen, die sollen zu den Schwerpunktpraxen oder zur Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung am Stadionparkplatz an der Kreuzeiche gehen. Eigentlich selbstverständlich, dennoch gab es schon Situationen, die gefährlich werden können. Unschön war letzte Woche, dass sich eine Person beim Schnelltestbus gemeldet hat, wollte einen Abstrich haben. Es ist eine normale Befragung gelaufen. Es wurde nicht darauf hingewiesen, dass die Person zunächst mal bei uns bereits als Kontaktperson gelistet war und auch positiv war. Dies ist dann beim Schnelltest herausgekommen und hat sich dann im Nachgang erwiesen. Das sind natürlich Situationen, die sind sehr ungut. Wir gefährden die ganzen Teams, wir gefährden die Menschen, die ohne Symptome zum Schnelltest gehen. Und auch beim Thema Impfen tut sich was. Hier werden die mobilen Impfteams künftig für die nächste Gruppe in der Prioritätensetzung unterwegs sein. Nach Ostern wird es losgehen, dass über diese Impfteams in den Städten und Gemeinden ein Angebot für die über 80-Jährigen gemacht werden kann. Uns ist wichtig, dass die Menschen warten. Sie werden von der Stadt angeschrieben, weil wenn sich jetzt alle bei der Stadt melden, dann haben wir ein ähnliches Chaos, wie es bisher war. Die Inzidenz im Landkreis Reutlingen ist nach wie vor hoch, das Infektionsgeschehen insbesondere durch die britische Mutation unberechenbar. Alle Beteiligten appellieren daher vor allem an den gesunden Menschenverstand und daran, sich an die Maßnahmen zu halten. Auch über Ostern, denn ein Virus kenne keine Feiertage.